Der Münchner Hauptbahnhof im ersten Tageslicht. Ein schönes Bild, eine faszinierende Atmosphäre. Es prickelt immer noch, wenn ich hier in aller Herrgottsfrühe meinen Dienst antrete. Mein Name ist Robert Bechtle. Ich bilde angehende Lokführer aus und begleite sie auf ihren ersten Fahrten. Heute geht es nach Würzburg und zurück. Herr Bechtle? Ja? Ich bin Markus Hock. Ich soll mich bei Ihnen melden. Ich weiß. Ausgeschlafen? Naja. Solltest du aber sein. Ich sag du zu dir, wenn du einverstanden bist. Das erleichtert die Verständigung. In Ordnung. Wie gesagt, wach musst du sein. Das ist was für ganz ausgeschlafene Typen. Verstehst du? Ich verstehe. Morgen, Hans. Wir übernehmen. Sehr gut. Guten Morgen zusammen. Schönen Tag noch. Servus. Servus dann. Bremsen in Ordnung, Robert. Bremsen in Ordnung, danke. So, schau dir deinen Zug an. Markus Hock, Horst Schäfer. Aha. Unser Zugführer. Der wichtigste Mann, wenn der Zug keine Lok hätte. Und wie traurig würde erst eine Lok ohne Zug aussehen? Das musst du doch zugeben, ne? Willkommen im Team des IR2886. Wollen wir mal? Ja, bis später. In Würzburg gebe ich eine Runde Kaffee aus, wenn ich bis dahin mit euch zufrieden bin. So. Oi, toi, toi, toi. Alte Bergsteigerregel. Entweder zwei Hände und einen Fuß oder zwei Füße und eine Hand. Alles klar, Chef. Grünhammer. Ich schau raus. Und abfahren, Herr Kollege. Aber langsam, ich schau noch mal aus. Abfahrt in Ordnung. Abfahrt in Ordnung. Merkt ihr diesen Ablauf genau? Grün, hinausschauen, Abfahrauftrag entgegennehmen, langsam anfahren, nochmal hinausschauen, hinsetzen und los. Das muss dem Fleisch und Blut übergehen. Anders solltest du aus keinem Bahnhof hinausfahren. Na, kennst du dich aus? Naja. Wart's ab, das entwirrt sich alles wie von selbst. Selbstständigkeit, den Ablauf beherrschen, von Anfang an Verantwortung übernehmen. Deshalb müssen die jungen Kollegen wie Herr Markus auch vom ersten Tag an selber die Lok führen. Damit sie gleich das richtige Gefühl für ihren zukünftigen Arbeitsplatz kriegen. Für den Fall, dass es mal kritisch wird, bin ich ja auch noch da. Ah, gefällt's dir? Ich bin schon mal Zug gefahren. Auch mit der Verantwortung für 500 Reisende? Heute haben wir immer grün. Darauf würde ich mich nicht verlassen. Genau das ist nämlich das Problem. Man denkt, es ist immer grün, weil fast immer grün ist. Und dann ist rot. Und du siehst es nicht mehr, weil du nicht bewusst genug hingeschaut hast. Du musst jedes Signal, jedes Rot, Grün oder Gelb, bewusst registrieren, bewusst in dich aufnehmen. Sagst dir von mir aus laut vor. Das ist eine gute Idee. Ich glaube, das werde ich mir sogar angewöhnen. Konzentrier dich während der Fahrt und achte auf alles, was für dich wichtig ist. Du musst jedes Signal, jedes Rot, Grün oder Gelb, bewusst in dich aufnehmen. Guten Tag, die Fahrscheine, bitte schön. Pfaffenhofen, hier Pfaffenhofen. Was hast du gelernt? Elektromechaniker. Bleib sitzen. Wieso?
Lass dich nicht verrückt machen. Solange das Signal auf Rot ist, kann sich der Schäfer die Lunge aus dem Leib pfeifen. Klar, so habe ich es ja auch gelernt. So, jetzt schau raus. Sag's immer wieder, nicht das Pfeifen des Zugführers ist entscheidend. Es zählt nur die Zustimmung des Fahrdienstleiters, in welcher Form auch immer. Die Ausfahrt ist auch schon frei. Vorsicht! Ein Signal kann auch mal zurückfallen und du hast gerade nicht hingeschaut. Lass nur eine Kleinigkeit dazwischen kommen, die dich ablenkt. Ein blondes Mädchen zum Beispiel. Oder irgendein anderer Zwischenfall. Verzögerung beim Ein- und Aussteigen. Ein Unfall, ein vermisstes Kind, was weiß ich. Irgendetwas Unvorhergesehenes halt. Also ich muss sagen, die blonden Zwischenfälle sind mir lieber. Ja. Das gibt's doch gar nicht. Hast du das extra für mich bestellt? So weit kommt's noch. Ich hab's doch vorhin gesagt, es kann immer wieder mal passieren. Da muss man eben drauf gefasst sein. Lieber zweimal hinschauen, als einmal zu sicher sein. Das ist wichtig. Niemals zu sicher sein, dass das Ausfahrsignal, auch wenn es bei der Einfahrt schon auf grün stand, immer noch grün ist. Signale können zurückfallen oder zurückgenommen werden, wie wir eben gesehen haben. Er dotiert halt gern, der Lokprofessor Bächle. Aber einen besseren Lehrmeister kannst du dir nicht wünschen. Robert ist einer, der keine Fehler macht. Na, so einen gibt's nicht. Das wäre auch gar nicht gut, sowas. Und sag auch nie, das kann mir nicht passieren. Nur wer sich bewusst macht, dass eigene Fehler möglich sind, ist drauf gefasst und kann sie besser vermeiden. Ich muss noch was erledigen. Wir sehen uns nachher am Zug. Bis dann. Bis später. Wir haben aber schon noch Zeit, oder? Ja, ja, das reicht schon noch. Von Würzburg geht's denselben Weg zurück nach München. Gleich wird er mich fragen, ob das nicht langweilig ist. Das tun alle. Ist es nicht langweilig, immer dieselbe Strecke zu fahren? Wird ja nicht gemacht. Obwohl es auch Vorteile hätte. Bessere Streckenkenntnis, Kurven, Gefälle, kritische Streckenabschnitte. Alle Geschwindigkeitswechsel. Du kennst alles aus dem FF. Du kannst vorher schon reagieren. Vorausschauender fahren. Ja, und der Nachteil? Gewohnheit, Routine, Unaufmerksamkeit. Das sind deine schlimmsten Feinde. Du kannst tausendmal am Tag dieselbe Strecke fahren. Und keine Fahrt wird wie die andere sein. Die Ausrede, ich war in Gedanken, die hilft dir nicht. Die meisten Unfälle passieren, wenn Lokführer eher unterfordert sind, weil sie die Strecke wie ihre Westentasche kennen.
Welches ist denn eigentlich unseres? Im Zweifel immer das Rote. Aber für uns gilt hier das AP2. Frei, langsam. Richtig. Das kann man aber leicht verwechseln. Du musst halt deinen Bahnhof kennen und trotzdem genau hinschauen. Was macht denn eigentlich unser Zugführer? Na, wir haben 5 Minuten Verspätung. Der Schäfer scheint sauer zu sein. Ach, der hat doch nur wieder Angst, dass er einen Zug nach Rosenheim nicht erwischt. Das holen wir doch platt wieder rein. Oder? Das ist auch so eine Sache. Lass dich nicht unter Druck setzen. Der Stress nützt niemanden. Der ist doch gerade eben angefahren, oder? Vielleicht hat er unser AP2 gemeint. Siehst du, so schnell kann es passieren. Aber er hat es ja gerade noch rechtzeitig bemerkt. Gegen Rot anfahren, Verspätungen, Fahrplanstress, zurückfallende Signale, da kommen die Aspiranten ganz schön ins Schwitzen. Ist auch gut so, dass sie bei ihrer ersten Reisezugfahrt gleich den wirklichen Ablauf erleben. Ist das immer so? Nein, es ist nicht jeder Tag gleich. Ist ja noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ja, wahrscheinlich ist auch gar keiner oben. Junge, Junge, und ich hab gedacht, das wird eine Spazierfahrt. Das hat schon mancher gedacht. Und ist dann ganz unsanft aufgewacht. Markus, wo wohnst du? In Pasing. Warum? Kann ich dir nachher ein Stück mitnehmen? Das wäre nett. Danke. Zurück in München. Ob die Fahrt ein Erfolg war, wir werden sehen. Wenn Markus was gelernt hat, ist es gut. Wenn er obendrein auf den Geschmack gekommen ist, umso besser. Servus, Robert. Grüß dich. Hallo. Du bist der Neue? Hallo. Führt euch. Servus. Ich versuche noch meinen Zug zu bekommen. Tschüss. Tschüss, Markus. Du bist schon recht. Erfahrung ist gut, die macht dich sicher. Soll dich aber nicht dazu verleiten, leichtsinnig und unaufmerksam zu sein. Gedankenlosigkeit kann man sich in dem Job nicht leisten. Entschuldigung. Ich hätte schwören können, wir hatten grün. Da ist doch immer grün, grüne Welle. Das ist es, was ich den ganzen Tag versucht habe, dir zu erklären. Hoffentlich war das deutlich genug.